So, heute müssen wir erstmal ein paar Leute kontrollieren. Schön die Karren filzen. Das ist aber noch früh, Alter. Oh, warte, was haben wir hier? Oh, neue Information. Frachtbrief. Mit Wirkung vom 19. April 1981 ändert das Verkehrsministerium die Vorschriften für die Beförderung von Gütern innerhalb Akaristans. Oha. Jeder Fahrer, der im Besitz von Waren ist, muss einen gültigen Transportbrief haben. Jede Unstimmigkeit in den Unterlagen führt zur Verweigerung der Einreise. Check. Alles klar. Also, wir müssen Fracht- und Transportbriefe checken. Schmuggler. Oha. Telefongespräch, bla bla bla, Informationen über Schmuggler erhielten. Nationalität, Republik Kagastan. Pah, die Kagastamer, Alter. Da wollen wir erstmal direkt gucken. Kagastan, Alter, den werden wir erstmal komplett filzen. Komm mal ran hier. Aber nur einer, ne? Stopp. Ah, ja. Ja. Ja, wie immer, ne? Ja, jetzt machen wir erstmal hier. Machen wir erstmal auf den hier, ne? Erstmal Augen und so. OHO 1808 UD. Na, Scholek, Alter. Na, Deutsche, Tavarisch. Oh, was hat der da alles geladen? Na, dann machen wir doch erstmal gleich Überprüfung. So, komm mal ran, erstmal Papiere, Alter. Komm, Papiere her. Ja, dankeschön. Warte, ist dir schon was aufgefallen, Tron? Ist dir schon was aufgefallen? Was sagt dein Gespür? Alter, jetzt gucken wir erstmal rein. So, komm mal her, Fratze. Okay, rein optisch, check. Ladungssicherung. Schoko und Wolfi, Alter. Ladungssicherung, super wichtig, Alter. Aber dafür können wir ja nicht den Fahrer belangen. Dafür wird ja der belangt, der eingeladen hat. Erstmal checken wir den Namen. Check. Bitte? Bitte? Madjekov, Madjekot? Da sehen wir doch schon mal. Da sehen wir doch schon mal ein Manko. Ja, direkt hier komme ich auf der Taste N, ist das? Nachname, Name passt nicht. Okay. So, dann müssen wir gleich mal gucken hier, was er alles dabei hat. So, warte mal, was haben wir denn hier noch? Gültigkeit. Wir haben heute den 19. April 81. Gültigkeit, check. Passnummer, check. Name hatten wir schon. Spediteur. Ja, passt schon nicht, ne? Afghanistan, passt. Geburtsdatum 24. Ach ja, 24. Siehst aber schon ein bisschen versoffen aus, Alter. So. Ja, komm. Dann komm mal raus hier, Alten. Nee. Ausladen hier, komm. Direkt. Auf die alten Knochen, Alter. So, was haben wir denn jetzt hier? Wie kann ich das denn jetzt hier überprüfen, dass das alles auch richtig ist? Da muss ich doch irgendwie überprüfen. Kann ich das abladen? Angucken? Ein Gasherd? Ne, Gasherde 3. 10 Sack Zement. Ich sehe nur 6. 7, 8, 9, 10. Okay. Check. Reinigungsmittel. Oh. Nennen wir es Reinigungsmittel. Nee, das ist das einzige chemische Erzeugnis. Okay. Reinigungsmittel,
Kühlschrank. Check. Wait a minute. Ein Kühlschrank? Nee, Kühlschrank 4. 1, 2, nee, das ist ein Herd. Ich sehe zwei Kühlschränke und hier steht drauf 4. Passt auch schon nicht. Toilette. Mit Hilfe des Frachtbuchs. Nimm es vom Tisch. Ah, hast du recht, Alter. Ich neige immer dazu, das, was am dicksten eingeblendet ist, immer zu überlesen. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. So, C. Verwende nun ein Buch, um den gesamten Ladung aus dem Fahrzeug zu zählen. Halte, drücke, um Notiz zu sehen. Okay, das ist sehr angenehm. Halt's Maul da vorne. Super. Frachtbuch mit dem Brief vergleichen. Zement, check. Kühlschrank 2. Kühlschrank 4. Nicht check. Reinigungsmittel, check. Chemische Erzeugnisse, check. Gasherd, check. Ja, wo sind die Kühlschränke, Alter? Überprüfe andere Daten, lass den Fahrer durch oder zurück. Ja, ich habe alles gecheckt. Also, der kommt so nicht durch. Haltbarkeitsdatum passt, Passnummer passt, Foto passt, Frachtbrief passt nicht. So, weil er ja jetzt schon mal ein komischer Vogel ist, machen wir nochmal die Kontrolle, ob wir hier irgendwo vielleicht auch noch Schmuggelware entdecken können. Wenn er mir schon so kommt, Alter. Ah ja. Aber wohl eher nicht. Wohl eher nicht. Motor können wir wahrscheinlich... Doch, können wir aufmachen. Andere Seite. Ah ja. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Völlig abgehoben, die Karre. Ja, danke. Ich überprüfe nur das Nötigste. Danke sehr. Ja, ja, interessiert mich überhaupt nicht. So, Mignon, alles klar. Ja, Frachtbrief passt nicht allen. Ich würde sagen, pack mal schön ein. Inspektion ist beendet. Und definitiv abgelehnt. Kannst wieder nach Hause fahren, holst du mal vernünftige Frachtbriefe, Alten. Und jetzt mecker hier nicht rum, Abfahrt mit dir, ey. So. Und mach hier die Motorhaube zu und so. Kannst ja nicht ausdenken. Aha. So, next. Der nächste, bitte. Perfekte Inspektion, Alter. Sehr schön. 100% alles erkannt. Ah. Okay, machen wir. Danke. Moinsen, schönen guten Tag. Papiere bitte. Danke. Ja, da gucken wir jetzt erstmal rein. Ey. Was bist du denn für ein... Was immer. Warum hast du kein... Was? Ach, da ist er.
Okay, passt. Odin. Odin! Passt. Okay. Nummer passt auch. Gültig bis Mai. Passt auch. Check. So. Einreisegrund Handel. Sehr schön. Was hat er dabei? Ein Fischfass. Und viermal entflammbare Substanzen. Das ist gut, Alter. Da kann er aber viel Fisch durchbraten. Okay, das passt soweit. Foto passt auch soweit. Alles check. Ja, dann gucken wir mal hier schön in die Ladung rein. Ne? Gucken, was er so dabei hat, Alter. Ja, da kannst du, wie soll ich den da jetzt gucken, richtig? Da kann ich ja gar nicht gucken. Raus mit der Sache. Raus, ausladen. Hör auf zu nängern. No. Ja, Mann. Conticato contrabando. So, erstmal hier auf Schmuggelware alles, ne? Erstmal hier abchecken, Alter. So smoke wie dat. Ne? Ja, nochmal schön Auge machen, ne? Mahlzeit. Jo, entspann dich. Ganz normale Standardüberprüfung. Dauert an der Grenze halt immer ein bisschen länger, ne? Licht geht auch, alles klar. Ja, dann können wir eben die Reifen direkt checken. So, und danach ist die Ware dran, ne? Jo, passt halt. Ne? Dann gucken wir mal, was haben wir denn hier Schönes? Also, Ladung. Jo, das ist ein Fass, entflammbare Substanz. Das ist eindeutig. Hier auch. Da auch. Mal eben dran lecken. Und wenn wir hier mal die Nase ranhalten, dann ist das aber schon mal ein bisschen alter Fisch. Salt Fish. Ja, Sauce Ströming, Alter. Vom Allerfeinsten. Was haben wir denn jetzt hier? Ganze Ladung ist bereits auf dem Tisch. Jetzt kannst du sie zählen oder nach Schmuggelware suchen. Ja, dann müssen wir natürlich mal nach Schmuggelware suchen, Alter. Wie sieht das denn aus in so einem Fass? Entflammbar. Da kann ja jeder sagen. Was ist denn mal hier? Aufmachen! Das ist doch nicht dein Ernst! Zigaretskoje! Alter, ich werd ja weich! Noch mehr! Ah! Bürschchen! Ich hau dir alle. Hau ich dir aber alles kreuz und. Also. Nein! Noch mehr kippen. Ja, das ist ja natürlich... wie die nach Fisch riechen. Da kannst du aber mal einen schönen Zug auf Lunge nehmen, Alter. Heilbutt vom Feinsten doch. So, ist ja klar, der Fall, ne? Ich bin jetzt hier nicht der Axtmörder, ich bin ein Richter, Alter. Blärt, Alter, ab in den Knast mit dir. So. Ab geht it. So, Licht aus. Kannst du schön im Dunkeln kannst du hier schmoren, Alter. Aus. Dicht. Den nächsten. Scheiß auf Mentholzigaretten. Ist so, ey. Oh, wir könnten die einfach mal selber ein bisschen. Wir könnten ein bisschen geschmuggelte Zigaretten könnten wir hier heilen. Mal ein bisschen Hehlerware. So. Perfekt, Alter. Ja, das war natürlich ein kleiner Fisch eigentlich nur, ne? Räum mal auf hier, Alten. Ja, mach mal sauber hier. Danke. Zack, Prüfungsergebnis 100% ready. Frachtbriefcheck, okay, mehr haben wir nicht. So, next. Einer nur, ne? Danke.
Ja, moinsen. Schönen guten Tag. Papiere bitte. Ja, die Dokumente. Dankeschön. Privet. So, Nase. Check. Bart. Check. Brilskoje. Check. Hut. Check. Dankeschön. Dann überprüfen wir doch mal hier ein bisschen. Was hast du geladen? Du hast ein Schwein geladen oder was? Hast du den Schwein geladen? Immer. Was machst du denn mit dem Schwein, Alter? Ha? Ist das so dein Ding, oder was? Schwein, oder was? Aha. Ja gut, jetzt bei dem Schwein irgendwie zu überprüfen, was mit den Innereien ist, wird, glaube ich, ein bisschen schwierig, ne? Können wir das irgendwie röntgen? So, wie heißt der? Toasten. Toasty. Carsten Toasty. Nummer. Check. Check. Gültig bis Mai. Check. Er ist einfach zu Besuch und nimmt ein Schwein mit. Du gehst zu Besuch und nimmst ein Schwein mit, oder was? Nationalität United Rally. Oh. Oh, oh, oh. Oh. Na, da wollen wir doch mal, checken wir doch mal eben. Hallo, Schweinskoje. Das müssen wir uns erstmal genau angucken. Hm. Schwein. Eins. Alter, ohne Scheiße, ich würde ja gerne draufhauen, ne? Ich würde ja gerne draufhauen, Alter. Ich würde ja gerne draufhauen. Wer weiß, was da alles drin ist. Das kannst du halt nicht so genau wissen, in so einem Schweinearsch. Das ist bestimmt voll mit Drogen. Ich sage dir so, wie es ist. Das ist komplett gestopft, wie so eine Gans. Das hat auch schon ganz komische, das hat auch schon ganz komische Bewegungen hinten. Ich sage dir, guck mal hier. Guck mal da, guck mal da, guck mal da. Guck mal da. Guck da, 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 da. Das ist ein Anzeichen. Im Verdauungstrakt, da rumort es schon. Schwer zu sagen jetzt. Okay. Check. Edward Nelson, Alter. Moinsen. Was müssen wir machen? Wir checken erstmal auf weitere Drogen. Irgendwo was versteckt. Irgendwo Mahlzeit. Was versteckt? In der Bank offensichtlich hier nichts. Hier auch nichts, da auch nichts. Dann hat er hier aber auch nichts, wo er was verstecken kann. Im Himmel auch nicht. Motor. Ich habe die Reifen, glaube ich, noch nicht. Auch nichts. Ja. Erstaunlicherweise sieht das bisher alles sauber aus. Ich bin ja übergerascht. Ist das einfach ein ganz normaler... Ein ganz normaler Kunde, oder was? Das ist ja ein Ding. Schwein. Check. Name. Check. Gültigkeit. Check. Ja, was soll ich machen, Alter? Check. Kannst wieder einsteigen, ja. Jo, Alter, du kannst das Schwein wieder einladen, ne? Oh, danke schön. Ob da in dem Schwein was drinne war? Nummernschild? Muss ich nicht überprüfen. Gültig bis... Stimmt überein. 46. Abfahrt, Mignon. Gute Reise.
Gute Besserung. Ich hoffe, das war alles richtig. Perfekte Inspektion, Alter. Da habe ich ja immer schweißnasse Finger kriege ich da ja bei sowas, Alter. Ah.